Hey Alternativlosen und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor drei Tagen war Weltfrauentag und zu diesem Anlass gebe ich euch heute 5 Gründe, warum alle Männer Feministen sein sollten. Für viele Männer hat der Begriff Feminismus oftmals einen faden Beigeschmack und für viele ist es auch ein bisschen komisch, sich selbst als Feminist zu bezeichnen. Ich meine, Männer und Feminismus, das passt auf den ersten Blick ja nicht so ganz zusammen. Fordern viele Feministinnen genau das, mehr Männer in den Feminismus. Und deshalb gebe ich euch heute 5 gute Gründe, warum mehr Männer Feministen sein sollten und warum das sogar gut für die Männer ist. Also, legen wir los. Grund Nummer 1, eine Gesellschaft auf kompletter Augenhöhe kann auch für Männer mehr Freiheiten mit sich bringen. Traditionelle maskuline Eigenschaften rücken quasi als Must-Have in den Hintergrund. Eine Umfrage unter Frauen vor 10 Jahren, was denn typisch männliche Werte sind, zeigt ganz deutlich, in welche Richtung es geht. Zum Beispiel Wehleidigkeit, Sturheit, Durchsetzungsvermögen, Egoismus und Eitelkeit waren die meistgenannten Punkte. Wenn wir uns die Antworten der Männer anschauen, kommen wir auf Folgendes. Zärtlichkeit, Eitelkeit, Einfühlungsvermögen, Charme und Natürlichkeit. Wir sehen also, diese Stereotypen und Vorurteile zwischen den Geschlechtern waren vor 10 Jahren auf jeden Fall noch sehr, sehr stark vorhanden und sind auch heute noch sehr, sehr stark vorhanden. Warum mutigt der Feminismus auch viele Frauen, diese Werte zu hinterfragen und sich auch klassische männliche Werte, die wir gerade gesehen haben, anzueignen? Ich meine, wir Männer könnten uns daran doch ein gutes Beispiel nehmen und uns einfach typisch weibliche Werte aneignen, ohne gleich davon zu sprechen oder daran zu denken, dass wir unsere Männlichkeit verlieren. Ich meine, Zärtlichkeit, Einfühlungsvermögen und Charme, das sind ja nicht unbedingt die schlechtesten Werte. Die können wir gerne gegen Sturheit, Egoismus und Wehleidigkeit eintauschen, wenn ihr mich fragt. Und Nummer 2. Eine Gesellschaft auf Augenhöhe kann auch Männern mehr Freiheiten geben. Denn obwohl viele Männer die steigende Anzahl an Frauen in klassischen Männerdomänen als eher bedrohlich empfinden, sollten wir das vielleicht nochmal hinterfragen und eigentlich anfangen, genau das Gegenteil zu denken. Und das aus ganz egoistischen Gründen. Mehr Frauen im Job, mehr Frauen, die einkommenstechnisch gleich auf mit den Männern sind, bedeutet auch mehr Freiheiten für Männer, sich mehr auf Familie und Kinder zu konzentrieren. Man hört ja oft den Spruch, wir Frauen wollen 50% von allem. Doch kann der Feminismus auch Männern 50% von anderen Dingen geben? So kann der Feminismus auch für Männer eine Befreiung sein, dass dieses klassische Rollenbild noch weiter zerstört wird, noch weiter verändert wird und es auch für Männer möglich sein wird, viel mehr Fokus auf die Familie, auf die Kindererziehung und auf soziale Leben zu fokussieren und die berufliche Karriere nicht unbedingt das Nonplusultra der persönlichen Erfüllung darstellen muss. Also der sozial erfolgreiche Familienvater auch ein neues Rollenbild werden könnte. Grund Nummer 3. Je schneller die Ziele des Feminismus erfüllt sind, desto schneller werden gesellschaftliche und politische Ressourcen frei, um sich um andere Themen zu kümmern. Eieieiei, bei dem Thema sehe ich schon die Mistgabeln am Horizont. Aber es ist doch ganz logisch, je schneller die Ziele des Feminismus erfüllt sind, desto schneller werden politische und gesellschaftliche Kräfte frei, um gemeinsam an anderen Themen zu arbeiten. Ich meine, wenn es keine Dinge mehr zu erfüllen gibt und es auch keine Kritik mehr gibt, dann sind auch keine öffentlichen Debatten mehr nötig. Also Männer, je schneller wir eine Gesellschaft auf Augenhöhe schaffen, desto schneller können wir volle Fahrt voraus auf andere Themen zusteuern. Und davon haben wir in Deutschland ja genug. Ich meine, Digitalisierung, Pflegenotstand, die Bundeswehr, Wohnungsnot, Bildungsreform. Grund Nummer 4. Feministen leben länger und haben besseren Sex. Dieser Punkt mag jetzt vielleicht ein bisschen kurios klingen, aber er stimmt. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO leben Männer länger und gesünder, wenn ein Land eine hohe Gleichberechtigung der Geschlechter hat. Denn je mehr sich die Rolle des Mannes in der Gesellschaft mit diesen typisch männlichen Werten überschneidet, desto höher ist auch das Risiko, früher zu sterben. Und zwar an stressbedingten Krankheiten. So wie zum Beispiel ein Herzinfarkt. Und eine andere Studie besagt, eine Beziehung auf Augenhöhe macht glücklicher. Das bedeutet, je geringer die Einkommensunterschiede sind und je gleichmäßiger zum Beispiel die Kindererziehung und die Haushaltspflichten unter den Partnern aufgeteilt sind, desto weniger Ehen werden geschieden, desto glücklicher sind beide Ehepartner und je besser ist der Sex. Punkt Nummer 5. Wenn man gefragt wird, ob man seine Mutter liebt, werden wohl die wenigsten mit einem Nein antworten. Und selbst wenn doch, haben die meisten von uns irgendwelche Frauen in ihrem Leben, die ihnen besonders wichtig sind oder die man liebt. Also Verwandte, Großeltern, Partner, Freunde, the list goes on. Und im Endeffekt ist dieser Punkt ganz, ganz einfach. Denn eigentlich wollen wir doch nur das Beste für unsere Liebsten. Egal ob männlich oder weiblich. Und wenn wir irgendwelche Ungleichheiten erkennen, dann sollten wir sie auch bekämpfen. Beziehungsweise verbessern. That's it. Das war meine kurze Liste von 5 Gründen, warum alle Männer Feministen sein sollten. Wenn ihr noch weitere Gründe habt, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen, ganz andere Punkte oder die vielleicht noch ein paar Punkte von mir ausführen, dann immer rein damit in die Kommentare.
lasst uns darüber diskutieren. Mich würde sehr interessieren, was eure Meinung zu dem Thema ist, was ihr dazu zu sagen habt und ob vielleicht noch jemand ganz, ganz andere Punkte hat. Aber wie bei jedem Thema auch, vergesst auch bei diesem Thema nicht, seid bitte nett und respektvoll zueinander. Für weitere Diskussionen und Umfragen zum Thema schaut auch bei mir auf Instagram vorbei, @alternativlos. Da können wir noch ein bisschen weiter kommunizieren, uns austauschen. Vielleicht bin ich für Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen immer offen. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst eins niemals, dieser Kanal ist alternativlos. Ciao.